So dann, guten Morgen, herzlich willkommen zurück. Eine neue Folge mit dem alten, wie heißt du nochmal? Kelvin. Kevin. Und hier auch noch so ein Kumpel. Wir nehmen uns mal die nette Axt. Heute wollen wir ein bisschen die grünen Punkte erforschen. Dann können wir das ja schon mal rausnehmen. Und zwar spielen wir ein wenig und haben viele... Was denn für eine Rüstung an? Geil. Oh, Vogel. Nee, kriegen wir nicht so schnell. Egal. Viele grüne Punkte, die wir noch erforschen wollen jetzt. Wir gehen mal gleich zu dem dahin, der hier am nächsten ist. Weil wir haben ja die Schaufel und viele grüne Punkte sind Stellen, wo wir etwas finden können, indem wir graben. Also gucken wir mal. Wahrscheinlich ist das die erste Stelle, wo wir nicht graben müssen. Ich erhoffe mir dadurch, dass wir ein paar von den Karten, von den Schlüsselkarten erhalten. Irgendwo finden. Das wäre natürlich nicht schlecht. Und dann gehen wir auch gleich nach oben hin zu dem lilanen Ausrufezeichen. Vielleicht finden wir da auch noch was Schönes. Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Und dann kommen wir ja gleich an einem Fluss vorbei. Hoffentlich ist der nicht zugefroren. Dann können wir uns da ein wenig Wasser auffüllen und ein bisschen was trinken. Ach so. Hier ist die... Das müsste die... Ja, das ist die Druckerhöhle. Da ist der Drucker drinnen. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, noch nichts, oder? Wie viel haben wir hiervon? 300 Druckerharz haben wir. Können wir trotzdem einfach mal reingucken. Vielleicht können wir irgendwas Schönes drucken. Rüstung oder so. Rüstung brauchen wir aber wieder andere. Warte mal. Für die Rüstung brauchen wir die Leiterplatten. Aber wir können trotzdem mal gucken. Was ist das Feuerzeug an, ne? Egal. Vielleicht liegen hier noch schöne Utensilien, die wir uns schnappen können. Guck mal, Druckerharz. Ach so, da wollte ich drucken und da war letztes Mal nichts mehr, oder? Genau. Ach, Klebeband, so eine Dinge, Drähte. Ein bisschen Druckerzeug, Batterien. Ein paar Pfeile. Für den Bogen, den wir noch nicht haben. Und hier hatten wir noch so eine Platten hergestellt. Und für die brauchen wir, wenn wir das hinlegen, Tech-Rüstung. Ja, brauchen wir die Dinger dafür. Aber eine könnten wir uns eigentlich craften, ne? Ist ja egal. Komm. Machen wir. Gleich tragen, bitte. Ach, hier haben wir noch... Ah, wir haben ja noch Mutantenrüstung. Ach, entweder die, oder was? Ah, nee, hier drüber können wir die doch nochmal anziehen. Gut. Taktische Jacke nicht. Den dicken Pulli haben wir schon an, damit uns nicht so kalt wird. Und was konnten wir noch Schönes machen hier? Pfeile, Trinkflasche haben wir schon, Maske haben wir. Enterhaken brauchen wir nicht, haben wir noch was. Und Techmesh und Schlitten brauchen wir nicht. Das machen wir vielleicht mal irgendwann anders. Ja. Gut. Dann schauen wir mal zum nächsten Punkt. Beziehungsweise der Zwischenstopp. Plus, den dürfen wir nicht vergessen. Oh, na Roter. Trink erstmal was, ja Roter. Muss noch meine Trinkflasche auffüllen, Leute. Wir machen es mal schnell so. Zack. Wenn er dann herkommt, ist nicht ganz so schlimm. Hier ziehe ich nichts. Hilfe. Bitte nicht überfallen. Bitte nicht überfallen, Leute. Sind sie schon wieder weg? Ah ne, da hinten kommen sie ganz langsam angekraucht. Morgen, na? Aus so einem kalten Fluss würde ich nicht trinken wollen, Alter. Das ist ja schon
Ist ja vom Gucken schon kalt. Da liegen auch noch Punkte auf dem Wege. Erstmal gehen wir zum Ausrufezeichen und danach gehen wir weiter und klappern den ersten, also den grünen Punkt da ab. Und gehen dann zu dem. Okay. Wird schon wieder so eine Wanderfolge, oder wie? Oder wie, oder was, oder wo jetzt? Oder was? Ist das nicht so ein Hamburger, der immer oder was sagt, oder was? Ich glaube, ne? Total geil. Da war so ein Kumpel mal, oder was? Und der hat immer oder was gesagt, oder was? Und da habe ich mir das oder was auch angewöhnt, oder was? Kriege ich mich da auch nicht mehr raus, oder was? Geiler Typ. Nee, da. Sieht aus wie 60, ist wahrscheinlich 40. Oder was? Guck mal hier. Große Zielscheibe, aha. Auch geil, kann man schöne Zielübungen machen. Ehrlich. Brauchen wir aber bei dem, was wir hier machen in dem Let's Play, nicht. Bei dem Let's Play wollen wir eigentlich versuchen durchzukommen. Also zeitnah durchzukommen. Und das Spiel durchzuspielen. Ohne jetzt viel auf das Bauwesen einzugehen. Morgen. Immer schön waschen, ne? Ja. Rumpfbeugen, genau. Ein bisschen strecken. Ja, so ist richtig. Schön Sport. Finde ich gut. Oder was? Oder wieder, oder was? Oder wo jetzt, oder was? Oder wollen wir erstmal gleich da gucken? Nee, da gucken wir noch nicht. Wir gucken erstmal da oben. Irgendwann müssen wir die Schaufel ja benutzen können. Hoffe ich, denke ich, meine ich. Ach so, habe ich schon gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber wenn noch nicht, ich sag's nochmal. Hier kommen jetzt dann erstmal diese und wahrscheinlich vielleicht auch nächste Woche keine Ranch Simulator Folgen, sondern durchgängig jeden Tag 16.30 Uhr Sons of the Forest. Denn mit Matze werde ich erst wieder nächste Woche zusammen aufnehmen. Dann aber richtig aufnehmen. Einiges aufnehmen, hoffentlich, wenn das Spiel uns lässt. Und dann kommen wieder Ranch-Folgen. Also übernächste Woche wieder Ranch-Folgen. Nächste Woche, diese und nächste Woche, weil es ist ja schon nächste Woche. Ja, wir haben jetzt Montag. Ist Forest angesagt im Durchmarsch. Moin, Kollege. Kollege Schnürschuh mag uns nicht. Der ignoriert uns total. Hm. Gut. Kann man nichts gegen machen. Der Winter müsste aber auch bald zu Ende sein, oder nicht? Oder wie lange geht denn der? Ich weiß es gar nicht. Nee, doch, Bissen haben wir noch vor uns im Winter. Und wo wir die Schaufel überall benutzen können, wir waren auch schon an manchen Punkten, das ist immer bei so einen grünen Punkten. Und vielleicht auch bei anderen, also bei Punkten, die uns auf der Karte angezeigt werden. Zelte. Munition für die Flinte. Grüner Torso, ja. Mag man gerne sowas. Einmal ein Seilrutschenseil und so und so. Ist mit ihm denn nicht in Ordnung? Geht er? Oh komm, wenn wir schon mal hier sind bei ihm. Hier ist nett, hier speichern wir. Da drinnen ist nichts mehr. Okay. Gehen wir mal weiter gucken.
nervt ja, das Piepen. Zum Glück, wir sehen das jetzt auf der Minimap auch. So bestimmt das hier, oder nicht? Ja, ich weiß, wir stehen genau drauf. Ach, kicke an. Schipp mal weiter hier. Das sind meine entzündeten Augen. Geile Sache. Wie viel Munition haben wir denn dafür? Ach, halt die Klappe. Es wird deklariert als Schrotflinte. Und Munition haben wir dafür. Das wäre 9 mm Schrotflintenkugeln. Schrotkugeln 3. Wow. Toll. Richtig viel. Haben wir gar keine von den... Achso, 9 mm haben wir 21. Aber ist nicht pro Packen 21, ne? Sind insgesamt 21. Also könnten wir uns die Pistole, wenn wir in irgendeine Höhle mal reingehen, eigentlich die Pistole mal holen von Irmgard hier, von Victoria, von... Wie heißt sie? Ich vergesse den Namen immer. Virginia. Genau. So. Dann gehen wir mal weiter und zwar zu diesem grünen Punkt. Victoria ist übrigens auf unserer Karte da oben der grüne Pfeil. Also Kelvin ist das blaue und das grüne mit dem Peilsender zwischen den beiden Höhlen oben auf der Karte, das ist Virginie. Bop, 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 bop. Gut, dann haben wir schon mal eine Schrotflinte. Ist auch geil irgendwie. Könnten wir ihr die Schrotflinte geben? Weil sie hat ja sowieso immer Munition. Weil wir haben ihr die Pistole zu einem Zeitpunkt gegeben, als wir keine Munition mehr hatten. Ja. Dann passt es. Okay, Kelvin ist auch schon beim Fluss. Wow. Macht der richtigen Speedy Gonzales wieder hier. Und Victoria, Virginie, Valerie... Keine Ahnung, was die da oben so lange macht. Ist sie noch langsamer oder ist sie hingefallen? Irgendwann müssen wir mal da vorbeilaufen, wo sie da steckt und festhängt oder... Weiß ich nicht. Vielleicht hat sie sich jetzt auch mit den Eingeborenen angefreundet. Kann ja auch sein. Ach da. Ach ihr. Ihr seid's bloß. Ich glaube, zu der wir jetzt gehen, war ich schon mal. Ich weiß nicht, ob mit euch zusammen oder ob ich das mal alleine gemacht habe. Oh. 9 mm Munition. 2 Handgranaten. Schön. Ist noch mehr Munition. 9 mm Munition. Ist ja geil. Schön. Das finde ich ja schon mal dufte. Das Wetter wird auch nicht besser. Ist das kalt. Gefühlt hat Kelvin jetzt einen Laufschritt angemacht. Aber na gut, schnell genug ist er immer noch nicht. Moin. Gut. Es ist eine Höhle. Dafür nehme ich aber mal kurz die richtige Taschenlampe zur Hand. Die Batterien sind gleich leer von der Taschenlampe, okay. Aber die wird ja wohl wieder alleine wechseln, oder? Boah, Alter. Drecksviecher. Geviert. Komm auf. Food and Dining. Oh, dann ist es schön dunkel. Na klar, lass uns rein hier. Ach nee, doch nicht. So dunkel ist es gar nicht. Ein paar Pfeile. Zack. Eine Notiz, die wir nicht lesen können, weil unsere Taschenlampe da so hell aufscheint.
Nee, bin nicht interessiert eigentlich. Nee, danke. Wie denn noch? Chicken. Schön was zu essen. Davon haben wir voll, okay. Austern. Toll. Waren wir hier schon drin oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon mal drin war. Aber ich weiß nicht, ob mit euch oder nicht mit euch. Uff. Nee. Kann man nicht aufmachen. Mehl. Okay. Food for tonight's event only. Fresh until Tuesday. Der nicht. Oh, davon haben wir auch genügend. Wir brauchen unbedingt den anderen Bogen. Da brauchen wir eine Schlüsselkarte. Haben wir noch nicht, ne? Wir haben noch keine. Nee. Keine. Dass wir hier nichts von nehmen können. Do not leave freezer door open. Was habe ich da gegessen? Speckstück. Wo habe ich das denn her? Okay. Ach, hier aus dem Regal. Okay. Das ist jedoch ein Trakt, den es früher mal gab. Mit dem ganzen Gas. Das ist unschön. Das wollen wir nicht. Okay. Bobby! Ui! Oh, wie schüchtern er ist. Ah, das sieht sehr unschön aus. Okay. Mehr haben wir hier nicht. Da kommen wir nicht durch, da brauchen wir wieder eine Schlüsselkarte für. Speckstück, Speckstück. Schüttel dein Speck ab, schüttel dein Speck ab. So, wo ist die Leiter? Oh, da ist noch mehr Speck. Speck, Speck, Speck. Jo. Dankeschön für den Lurk, Asusi. Gott, die Höhle war ja schon mal enttäuschend. Also der grüne Punkt. Da wir sogar sowieso die ganze Zeit laufen. Können wir auch, bevor wir rausgehen, nochmal so einen Energieriegel hier futtern. Haben wir sowieso 10 von. Jo. Haben wir nämlich hier unten das hier alles voll. Trinken wir noch einen Schluck. Nö, essen brauchen wir auch noch nichts. Weiter geht's. Schlüsselkarten suchen. Hoffentlich bei irgendwelchen Stellen, die wir dann ausgraben können. Immer noch hell. Packe ich mal die Taschenlampe weg. Und nehme zur Hand das hier. Wir wollen jetzt mal dahin. Doi. Bei der rauszoomen kann ich nicht, nee. Wir müssen wohl wahr um die ganze Insel rumlaufen. Schätzungsweise. Ah, hier die Stelle habe ich mal mit Matze. Wir hatten so uns abends mal oder nachts, ich glaube nach einer Aufnahme sogar oder nach einem Stream, keine Ahnung, getroffen. Und dann habe ich mal einen Server gemacht, also angemeldet, damit welche drauf joinen können. Habe ich mit Matze hier so ein bisschen was gebaut gehabt. Da vorne irgendwo müsste gleich so ein Dorf sein. Da bin ich ein paar Mal tot aufgewacht. Also nicht tot, aber aufgewacht halt. Der Stein hier, ich weiß nicht, vielleicht kennt es ja jemand. Der erinnert mich so ein bisschen an The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mit Stasis dann hier einmal ran, dann haust du das Ding und dann ist gut.
Dann fliegt das Ding total umher. Naja. So viel dazu. Ich glaube, tot aufwachen war ein bisschen ungünstig gewählt, die Wortart. Na gut, tot aufwachen. Ja, vom Tod auferstehen, das geht. Oh, ist das hier ein Dorf? Davon habe ich noch. Moin. Habe ich auch genug von. Der Dicke. Der Dicke ist nicht so gut, wenn der uns trifft. Na gut, ich gehe wieder. Ciao. Hab sowieso nichts Schönes hier. Gehen wir mal weiter. Ach, auf meinem Walkie-Talkie hier steht da sogar die Uhrzeit oben rechts. 16:44. Okay, 45. Oh, warte mal. Das haben meine entzündeten Augen auf der Karte entdeckt. Hallo. Na, Victoria Secret? Komm mal her. Und zwar... du kriegst die hier. Und die würde ich gerne wieder nehmen. Oh, hast du Bären für mich mitgebracht? Ist ja lieb. Ist ja nett. Gut. Machen wir so, oder? Oh, danke schön. Danke. Guarana-Bären. Danke. So, mit der Pappkan. Wollen wir mal zurück zum Dorf? Wir gehen mal zum Dorf. Komm mal mit. Komm. Komm. Willst du nicht? Okay, dann gehen wir weiter. Jo. Na komm, wenn wir schon mal hier sind. Na, müssen wir nicht unsere Trinkflasche aufbrauchen. So, hier irgendwo am Fluss, am Weg. Am Wegesrand. Soll noch... Ah, das ist die Stelle, an der wir waren. Wo wir schippen mussten. Hauptsache, da kommen jetzt keine Zweigeborenen oder Eingeborene um die Ecke. Natürlich doch. Ach, da kriecht einer rum. Hier ist nichts. Da ist irgendwas. Kann ich hier in Ruhe buddeln, bitte? Gleich mit der Schippe, du. Ach, das war ein Vogel. Jetzt wäre Virginia richtig hilfreich gerade. Was wollt ihr denn? Wisst ihr was? Ich leg mir auch mal schnell eine Plane hierher. Nicht angreifen, bitte. Danke. Bitte in der Zeit mal schnell speichern. Danke. Hier,
Nervt. Tierisch. Doll. Huch. Das wollte ich nicht, dass das Bein wegfliegt, aber okay. Du kleine Mistmade. Komm her. Oh, Stacker. Noch einer da? Nee, besser ist. Versuchen wir mal zu schlafen. Oh. Ah. Wunderbar. Moin, Calvin. Wie kann ich das hier... Kann ich das auch irgendwie so gleich aufsammeln? Nee, das wollte ich nicht. Eh nicht. Keine Ahnung. Dann klopp ich's wieder um. Was sagen, ganz weg? Nee. Gut. Dann buddeln wir mal weiter. Hier ist eine Luke wieder, wa? Also was ist wieder? Aber hier ist eine Luke. Stampf hier nicht so rum. Ich denke mal, hier ist jemand. Und was essen müssen wir gleich. Ah, siehst du, wir können ja mal fix. Schon verrottet? Nee, ne? Oh. Ja. Genau so wollen wir das haben. So. Jawohl. Und dann arme Beine. Nein, nein, nein. Aber wir können hier ein bisschen Blätter raufwerfen. Zack, zack, zack. Dann können wir gleich ein bisschen was essen. Schippe. Müssen wir aber auch schaufeln, Alter.